Amruka ya Maulai. Katapult bereit. Da brennt er ja immer noch. Und da ist das Geld wieder weg. Ja, ist gut, Junge. Ja, das Lustige ist übrigens, dass der Reichweitenunterschied von Katapult zu Tribok gar nicht mal so hoch ist. Es sind nicht so mega viele Felder. Und apropos, ja, sagen wir mal so als Araber. Wir machen Tribocke, weißt du, was sie auch macht, aber wir übertreiben es nicht so, wie wir es mit den Europäern machen würden. Ben, bis wo schießen denn seine Geräte? Geräte. Geräte. Geräte? Geräte. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Grenze ist gesetzt. Machen wir zumindest zwei. Nehmen wir das als Obergrenze. Herr Obergrenze. Wir machen uns auf. So, ihr wollt mich doch verarschen. Flugbahn ist berechnet. Ihr wollt mich doch verarschen. Flugbahn ist berechnet. Das ist jetzt nicht euer Tribok bereit. Ganz knapp reicht das nicht jetzt, oder was? Scheiße. Verlassen Belagerungsgeräte. Räte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Gut, wir haben ja das Geld. Mittlerweile. Tribok, wenn ich jetzt von der Ballisten ange... Flugbahn ist berechnet. Dann wenigstens den einen kriegen wir. Für dieses Gerät so, brauchen wir mehr Baumeister. So. Okay, es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Er zuckt ja noch. Tribossen Belagerungsgeräte. Aufgabe. Konstruieren die. Die alten können ja weg, weil ich glaube, wir brauchen die. Den könnten wir vielleicht nochmal gebrauchen. So, und du darfst jetzt mal diesen Turm mehr treffen können, oder? Flugbahn ist berechnet. Sieht so aus. Gefällt mir doch schon eher. Weil diese beiden Türme sind mir eh so das Auge im Dorn. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Amrak. Bitte, Kiel. Eine Nachricht von Saladin. Oh, ihr seid mir in der Tat ein Dorn im Auge. Wir geben unser Bestes. Tribok bereit. Tschüss, machen wir weiter. Dann holen wir uns noch ganz viele Slinge. Es werden Rekruten benötigt. Die kommen alle aus dem Slinger-Club. Bitte was? Hat jemand was gesagt? Nein? Okay, alles klar. So. Mehr von euch. Alter, gibt's das wirklich? Das muss es bestimmt schon geben. Wenn nicht, dann muss ich den irgendwann mal aufmachen. So Schleuderschützen. Ich meine, das Ding noch Schleuderverein zu nennen. Schleuderverein Slinger Club. Okay, das muss man echt mal machen. Und im Club geht's einfach nur darum, so hier. Ja, das ist so ein Fans von Requisiten von alten Schleudern und so. Der Schleuderverein Slinger Club. Ich würde es feiern. Ich würde es sogar aufmachen. Ihr seid der größte Herrscher. So. Läuft. Ich würde mal sagen, jetzt ist mal der Zeit für den nächsten Ansturm. Mittlerweile haben wir auch ganz ordentlich was aufgestellt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dürfte reichen, um ein bisschen Aua zu machen. Feuerballisten kommen näher. Wir werden überfallen. Dann die Schleuderkämpfe. Diesmal sollten wir eigentlich ein bisschen mehr erreichen können. Naja, du mich auch. Wir hoffen, dass hier nichts anbrennt. Genau sowas. Unschön. Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Der Feuerwerfer ist doof. Das Zeug hier auch. Eine Nachricht von Saladin. Okay, machen wir hier kaputt. Meinen Kräften wahrlich nicht gewachsen. Gebt auf, mein Boah, schon wieder alles kaputt. Das gibt's doch nicht. Was geht denn mit dem? Saladin.
Alter, was geht? Junge. Nächster Angriff. Nicht nachlassen, er darf nicht wieder zu Kräften kommen. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Haben wir insgesamt 4 Katapulte, dann mache ich meine Feuerballisten wieder. Machen wir gleich nochmal Kombinationsangriff. Katapult bereit, my lord. Es werden Rekruten benötigt. Oh, schlecht, 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 schlecht. Unser Werkzeug ist bereit. Es werden Rekruten benötigt. Katapult bereit, my lord. So, Schleuderschützen, um abzulenken. Nam. Ja, alle haben Mescher. Katapult bereit, my lord. Wer kommt mit dazu? Sanakomu Bidalik. Heya. Bidun Muskla. Nummer 1. Katapult bereit, my lord. 2, Nummer 3. Katapult bereit, my lord. Balliste. Katapult bereit. Balliste bereit, my lord. Holt euch die Aufmerksamkeit, die ihr verdient und so. Ah, die schießen trotzdem auf meine Katapulte. Bereit, my lord. Balliste bereit, my lord. Balliste. So, egal was er anschießt, auf was er sich fokussiert, das Ding wird kaputt gehen. Wunderbar. Oh, ihr seid mir in der Tat ein Dorn im Auge. Katapult. Yay, Fortschritt und so. So gut wie jetzt können wir endlich mal ein bisschen dauerhaft beschießen. Gebt uns mal an den Punkt angekommen ist. Maulai. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Smoke. Balliste bereit, my lord. Wie können wir helfen? Gnaden. Was soll konstruiert werden? Konstruieren wir zwei Feuerballisten vor. Belagerungsgeräte. Kommen wir den ein bisschen weiter vor. Bereit, my lord. Was wünscht ihr? Setzen die Truppen nach. Wisst ihr was? Wir können den Sammelpunkt mal weiter nach vorne verlegen. 5, 6. Gut, wie setzt man die Sammelpunkte? Nein, bitte nicht. Ich hab's jetzt oft genug erklärt, glaube ich. Es werden Rekruten benötigt. Wir benötigen Steine. So, haut rein. Nein, das Ding steht wieder. Nein. Katapult bereit. Unser Werkzeug ist bereit. Ferros Fluchtos. Nach nur dachte Amrik. Smokum. Balliste. Ein unmögliches Ziel. Balliste. Hochgekurbelt, my lord. Balliste. Ein unmögliches Ziel. Ein Alaraka. Maori Hanuk. Auf dem Weg. Per Definition. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wie schnell ich meine Mentalität von der Rhein-Sultan-Spielweise geändert habe, oder? Naja, ansonsten kommen wir nicht weit. Der Saladin ist einfach ein zu großes Wirtschaftshaus. Wir geben unser Bestes. Balliste bereit. Weg mit der Kackballiste. Rechtzeitig, nach Möglichkeit. Genau. Schön. Es ist Wahnsinn, wie die snipen können. Stell ich mal vor, die normalen Turmballisten könnten. Na gut, sie können so snipen, aber nicht auf Türme und Wälle hinauf. Na gut, so wären die dann wirklich. Würden die Ballisten genauso gut auf Türme und Wälle so snipen können, dann wären die echt ein bisschen OP. Ich meine, der Mangenbeschuss ist schon richtig kaputt. Aber wenn die so präzise auch auf Türme und Wälle wegschießen können, und dann. Puh, Heiliger. Wären da Möglichkeiten offen, die wären nicht sehr feierlich. Du bist schon feierlich so, der Partylöwe bei den Untoten. Der zweitgrößte Herrscher. Katapult bereit! Hört mal auf zu nerven! Du kriegst mit seinen ganzen Bogenschützen wieder raus. Du hast doch fast nichts mehr an Wirtschaft. Das boykottiere ich doch gerade alles. Du bist ja doch gerade voll der Kim Jong-un hier, so wie du sanktioniert wirst. Wie bloß noch ein dickerer Bauch und dann haut er schon fast hin. Und ein paar Nuklearwaffen. Und ein Flaggeschütz, um hier Leute hinzurichten. Am besten Familienangehörige. Es kommt immer gut an. So. Maulai. Haut rein. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Jetzt kommen wir der ganzen Sache doch mal langsam näher. Tribok, lassen Belagerungsgeräte. Aufgabe. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wisst ihr was, ich mach meinen Sturmbock. Konstruieren Belagerungsgeräte. Linasrik. So, bitte noch ein paar Schwertkämpfe. Dann können wir schon bald mal drüber nachdenken, wieder ein bisschen Stress zu schieben. Apropos Stress schieben, das können wir jetzt eigentlich machen. Nesha. Balliste, bereit, my lord. Nach nur Fichematik. Auch wenn es keine Briten im Bogenschützen sind, können wir die mal ein bisschen einsetzen, als wären es welche. Zu Pseudo-mäßig. Was soll
instruiert werden. Ich erschieße euch alle. Heftig. Aber wir haben viel Schaden angerichtet. Katapult bereit, my lord. Seine Bäckereien laufen halt gerade noch sehr gut. Und da steht dieses Kackding schon wieder. Ich hasse dich. Schnief. Boah, wo kommen denn schon wieder die Bogenschützen her? Es werden Rekruten. Katapult bereit, my lord. Meine Güte. Euer Gnaden, unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Halte die Belagerung aufrecht. Lass den bloß nicht wieder zu Atem kommen. So, jetzt werde ich ihm mal einen richtig bösen Schlag versetzen. Dazu muss der Feuerwerfer hier erstmal weg. Na, nicht hier mit den Typen rumärgern. Alter, die lassen sich die ganze Zeit im Nahkampf binden, ist ja Wahnsinn. Boah, ich hab's echt nicht geschafft. Wir müssen das andere richten. Ihr macht in der Zwischenzeit weiter die Wirtschaft kaputt. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Maulei. Konstruieren Maulei. Sag mal, was geht denn eigentlich daher? Hab ich euch das gesagt? Wo kommen die Schwertkämpfer her? Wo kriegt das aber denn das alles her? Wo zieht er das alles raus? Wisst ihr was? Ich hab die Schnauze voll. Du brennst jetzt nochmal. Das kann doch nicht sein, dass der hier ständig wirtschaften kann, obwohl ich ihn ja eigentlich total belage. Gut, er hat noch einen Hinterausgang, aber das kann doch nicht sein, dass er aus dem bisschen so viel rauszieht. Das reicht. Das brennt nochmal. Und dann noch im nächsten Barbecue ist aber Feierabend und so. Maulei. Smokum. Es werden Rekruten benötigt. Balliste. Bereit, Mylord. Balliste. Das ist wahrscheinlich wieder der Balliste, die feuert, oder? Ist hochgekurbelt. Morna. Mahuari Hanuk. Nahnu fi khidmatik. Nahnu tahta amrik. So. Mehr Truppen, bitte. Wir benötigen Gold. Nicht mit den Holzfällern anlegen. Die sind viel stärker als ihr. Oh, das Ding könnte schnell gelöscht werden. Ah, geht über. Gut. Alles klar. Sorge hat sich in Luft aufgelöst. Hi. Es wird echt Zeit, dass der wirtschaftlich ausläuft, der Typ. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wann ist denn jetzt schon wieder meine Feuerballiste kaputt gegangen? Euer Gnaden? Euer Gnaden? Ein guter Mann! So. Mehr Leute in der Richtung. Jetzt wird Saladin wenigstens richtig schön ausgeblutet. Ich setze jetzt ein paar Meuchelmörder ein, komm. Wir benötigen um da oben mal zu clearen. Das ganze Zeug weg, bevor wir das alles mit Fernkämpfern machen. Das wird ja nie was. So, die dürften reichen. 17 ist eine gute Zahl. Wenn wir dann noch schön Ablenkungsmanöver starten mit vielen Schleuderschützen, kommt das eigentlich gut hin. Oh, das Feuer ist fast kontrolliert. Oh, oh, komm, breite dich nochmal aus, Shit. Feuer ist kontrolliert. Müssen wir gleich nochmal neu legen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Was mittlerweile hier an Bäumen los ist. Hammer. Sanakumu bidalik. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Na, nur alles geschafft, du hast. Boah. Was soll konstruieren? Das sind meine ganzen Schleuderkämpfe, die sich sammeln, die hier ab. Boah, das gibt's, diese Scheißballisten. Hammer. Unser Werkzeug ist bereit. Ballisten sind echt mit das Schlimmste, was die KIs bauen können. Um zu nerven. Das ist echt heftig. Die schießen einem wirklich alles zusammen, was ja auch nur im Ansatz mal gefährlich werden könnte. Irgendwann mal.
Ich finde eure Burg großartig, eure Lordschaft. Ich werde sie eingehend erforschen. Es werden Rekruten benötigt. Okay, das ist. Ich wollte eigentlich noch den Brunnen mitnehmen, aber ich glaube, es dauert ein bisschen, bis wir den weit genug geschädigt haben, oder? Oder? Wahrscheinlich knapp nicht. Aber jetzt mit dem Feuer haben wir auch wieder eine wunderbare Ablenkung. Komm, wir müssen den Sammelpunkt mal umsetzen, das wird doch nichts. So. Es werden Rekruten benötigt sein. Komm. Ja, sehr schön. Das dürfte für eine ordentliche Ablenkung reichen. Oder auch nicht. Wenn, dann möchte ich jetzt bitte den Todesstoß setzen. Dafür brauchen wir noch ein kleines bisschen mehr Power. Har. Mutwin, wie machst du das? Also, es ist jetzt noch nicht mal so, als wäre das ein so unglaublich verstecktes Feature, dass man nicht irgendwie so ein bisschen auch selbst drauf kommen könnte. Also, selbst ohne jetzt das Handbuch zu lesen oder vielleicht mal zu googeln oder so. Ich meine, das ist tatsächlich etwas, das ist nicht so schwer herauszufinden. Auch wie das Einheiten gruppieren und so. Das sind Sachen, die sind in so vielen Strategiespielen gleich. Wenn man sich da mal schlau macht, dann ist einem wirklich fürs Leben geholfen. Es werden Rekruten benötigt sein. Gleich ist mit Spielgeschwindigkeit. Wenn ihr mal wisst, wie das geht, mit dem Plus-Minus auf den Ziffernblock, dann wird euch das in nahezu jedem Strategiespiel helfen. In jedem Strategiespiel, bei dem man irgendwie in-game das Spieltempo umstellen kann, funktioniert das. Mir fällt zumindest spontan gerade keins ein, wo es nicht. Ja, wie gesagt, wenn es in-game funktioniert. Also wenn es einen Hotkey gibt dafür, dann ist er immer dort. Es gibt Spiele, die lassen sich nur im Menü von der Spielgeschwindigkeit ändern. Das ist durchaus drin, klar. Aber bei den Spielen, die es tatsächlich bei Hotkey machen, die machen es immer mit dem Plus-Minus-Ziffernblock. Immer. Euer Gnaden. So, jetzt haben wir ordentlich Slinger dazu. Es werden Rekruten benötigt sein. Maori Hanuk, Nam. Hallo. Alles für den Slinger. Alles für den Club. Maulai. Wir benötigen Gold. Sanakomu Bidalik. So, ich mach's immer fast wie die KIs, wenn sie angreifen und nach meine Belagerungsgeräte direkt so. Am Ort des Geschehens. Soll heißen ein guter Marsch. Richtig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh Scheiße, Goldbomben. Okay, kommt schon mal da ran. Ihr geht hoch. Geld. Meine Baumeister sind schon alle zerlegt worden, oder? Fuck. Hätte ich eigentlich zurückziehen sollen, wenn er diesen Augenblick. Okay. Eine Nachricht von Saladin. Wenn ich mich so umsehe, oh Scheiße. Nee, ein bisschen außenrum. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Weil sonst wird der mich hier anzünden, an der Stelle, wo die Meuchelmörder hoch wollen. Und das ist das Beschissenste, was passieren kann. Bravo. Größte Problem ist, jetzt brennt's hier. Nicht anzünden lassen hier. Oh. Puh, das war knapp. Na komm, dann geht auch mal hoch. Okay, das Ding ist geräumt. Ja, das ist jetzt nur sehr wenig. Jetzt sind zu viele Schwertkämpfer hier oben. Aber wir können hier zumindest jetzt schon mal dicht machen. Das ist hier Embargo und so. Kommt auch mit runter. Und jetzt können wir da endlich mal den Deckel zumachen. Das war jetzt nicht der bestkoordinierte Angriff. Ich habe echt nicht auf meine Goldvorräte geguckt. Jetzt zündet man da hinten an. Eine Nachricht von Saladin. Aha, diese Situation scheint wirklich bedenklich. Eine Planänderung könnte vonnöten sein.
Ach Mensch, da ist schon alles weg. Ihr seid mir in der Tat. Und hinein. Stück für Stück. Wir haben jetzt einfach langfristig Druck gemacht. So geht es auch. So kann man auch so wirtschaftlich unterlegen gewinnen. Und ohne den Einsatz. Wir haben nur nicht mal berittene Bogenschützen gebraucht. Seht ihr, ich bin noch nicht mal in die Vollen gegangen. Ja, im Prinzip wäre es richtig leicht gewesen, einfach so 50, 60 berittene Bogenschützen sparen und damit ordentlich Druck und Stress machen. Und vor allem immer weiter aufbauen, diese Zahl. Und drin im Bogenschützen. Wenn man die gut einsetzt, dann werden es nicht weniger, sondern einfach nur mehr. Und irgendwann hat man den dann so komplett leer gecleared. Aber diese Spielweise möchte ich vermeiden, solange wie es geht. Sollte ich absolut dazu gezwungen werden, werde ich es tun. Aber solange wie es geht, lasse ich es sein. So, dann hätte ich gerne noch ein bisschen was zum Schönen. Ich meine, wir haben klar Schwertkämpfer da. Ich kann mir überlegen, ob ich mir irgendwas Lustiges einfallen lasse. Ach Quatsch, wir nehmen das, was da ist. Aufmachen! Moment, wer meint Molchenmörder da? Mensch, wo kommst denn du her? Ja, natürlich nimmst du den Weg für nix KI der Molchenmörder, ne? Wenn man die Wälder klettern kann, ist der kürzeste Weg nicht immer der beste. Ja, wir sind drin. Und hier kommt mal hoch. Das Ding ist entschieden. Sala, vorbei. Eine Nachricht von Saladin. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Und doch seid ihr auch gerecht. Boah, was? Ich ergebe mich eurer Gnade. Was? Sieg! Ein Krampf zum Ende hin. Beziehungsweise gut, der Anfang war eher der Krampf. Jetzt zum Ende hat sich dann immer aufgelockert. Aber was der an Geld gemacht hat. Hauptsächlich durch die Nahrung, durch das Brot, was er bekommt. Aber auch Holz, Steine ist nicht mehr so heftig gewesen. Ja, eben die Waffenproduktion noch dazu. Er hat sehr viel Potenzial, um Geld zu machen. Aber schön, dann war das die Oase. Dann sehen wir uns das nächste Mal als Kreuzritter beim Land unter Palmen zusammen mit der Ratte gegen Saladin und Sultan. Wollen wir uns einschränken? Und wie? Ich würde sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf keine KI. Ich werde jetzt auch nicht die Ratte spielen, nur weil wir jetzt auch die Ratte als Verbündeten haben. Das wäre zu heftig. Ich werde mal gucken. Ich werde spontan einfach spielen, wie es sich anbietet, als Kreuzritter. Alles klar? Dann sehen wir uns bei Mission 10. Land unter Palmen.